Wir haben hier heute das MacBook Pro 13 Zoll von Apple hier und wollen das jetzt hier mal zusammen auspacken. So, dazu nehmen wir hier ein Messer, schneiden hier diese Klebe ist das einfach nur, schneiden das auf. So, dann kann man hier das schon, so, legen wir es mal hin, kann man das hier schon so vorklappen und dann kann man es aufklappen und was kommt uns da als erstes entgegen? Ja, es ist das Gerät selbst hier, die 13 Zoll Ausführung. Die legen wir jetzt erstmal beiseite und gucken uns an, was noch in der Kiste ist. So, hier haben wir ja erstmal das Ladekabel. Ja, ist ganz schön lang. Hier am Ende diesen MagSafe Ladeanschluss, das ist die gewinkelte Version, also diese neuere. Und dann ist hier dieser Trafo, hier auch schon mit Apple Zeichen mal drauf. Dafür gibt es hier diesen Netzstecker, kann man hier einfach so ranstecken und dann in die Steckdose stecken. Hier an der Seite ist, wenn man längeres Ladekabel haben möchte, kann man hier auch noch statt diesem Stecker hier, nehme ich mal wieder ab, kann man hier auch so ein Kabel anbringen, wodurch man ein relativ langes Ladekabel hat. Kleiner Tipp noch, dieses längere Kabel, das kann man auch sehr gut verwenden, um iPhone und iPad Ladekabel zu verlängern. Das passt da auch und funktioniert auch. So, dann haben wir hier drunter noch so eine schwarze Schatulle. Die öffnen wir mal. Wir sehen hier Garantieausweise und die allseits bekannten Apple Aufkleber, zwei Stück, sind schön große, und die Kurzbedienung, wo alles Mac draufsteht. Da sieht man in Kürze, was das Gerät kann, was man machen kann, wie es funktioniert und so weiter. Ja, wir sind hier wieder. Ich habe das MacBook jetzt schon mal ausgepackt, gestartet, ein paar Programme raufgespielt und so weiter. Und wollte euch das jetzt nochmal hier zeigen. Hier erstmal nochmal der MagSafe Ladeadapter. Über Magnet wird er hier einfach angeschlossen. Beginnt hier auch gleich schon zu laden. So, Aluminium Unibody Design. Es ist sehr hochwertig verarbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ob man es so gut sieht, aber es ist, fasst sich auch sehr gut an, es ist nicht zu schwer. So, dann können wir es ja einfach mal aufklappen. Hier sieht man gleich diesen Glossy Bildschirm. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter in die Kamera rein. So, einmal kurz gucken, dass das hier zu sehen ist. Ich denke, so geht das. Okay, also wir sehen hier schwarze Tasten. Auch hier ist weiterhin dieses Aluminium-Design fortgeführt. Dieser wunderbare Glossy-Bildschirm. So, und dann reden wir jetzt mal nicht noch länger und starten das Gerät. So, drücken wir hier oben rechts auf den Power-Button und wir hören den Mac-Ton. Ja. Es erscheint der Apfel. Ja, und jetzt wird das einen kleinen Moment dauern, bis er geladen hat und ich mich mit meinem Benutzernamen und Passwort anmelden kann. Ja, mein Hintergrundbild spricht ja auch der Wahrheit. So. Nun kann ich theoretisch losarbeiten.
Some more, so I can.